Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal über die neue Podiumsliste, denn die ist jetzt wieder neu aufgetaucht. Und jetzt zeige ich dir einfach mal, welche Fahrzeuge wir in den nächsten Wochen und Monaten noch gratis an Glücksrad bekommen werden. Video geht los, viel Spaß dabei! Ja Leute, was geht ab? Heute soll es mal wieder um das Casino in GTA Online gehen, beziehungsweise um das Glücksrad. Denn ihr wisst ja, jeden Donnerstag gibt es ein neues Podiumsfahrzeug, welches wir dann kostenlos an Glücksrad drehen können. Und alle Fahrzeuge, die auf dem Podium stehen können, die sind auf einer Liste in den Files von GTA 5 versteckt. Denn mittlerweile gibt es wieder neue Fahrzeuge auf dieser Liste und deswegen zeige ich dir jetzt alle neuen Gratisfahrzeuge, die wir in den nächsten Wochen noch am Glücksrad drehen können. Wenn dir das Video heute auch gefällt, würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du den Kanal hier abonnieren würdest, um kein Video mehr zu GTA Online zu verpassen. Ja, und jetzt würde ich sagen, lass uns mal direkt mit dem Video anfangen. Ach, und ein kleiner Hinweis übrigens, die Fahrzeuge heute sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Also bis auf ein einziges Fahrzeug wissen wir leider nicht, wann welches erscheinen wird. Aber das nur so als Information. Das erste Fahrzeug von dieser Liste ist auf jeden Fall der Anis S80 RR. Und hier schrieb der Leaker Tessmann übrigens zu, dass er wieder auf die Liste gesetzt wurde, nachdem er mal von der Liste gelöscht worden ist. Und das kann bedeuten, dass es jetzt eine höhere Chance gibt, dass dieser Wagen released wird. Aber da muss man leider auch sagen, das Ding ist, der S80 RR ist seit über einem Jahr auf der Liste und ist halt bis heute noch nicht erschienen. Ich glaube auch irgendwie nicht dran, dass er irgendwann erscheinen wird, aber trotzdem wurde er wieder auf die Liste gesetzt. Der Wagen an sich muss man sagen, der Wagen ist relativ schick, ist aber auf jeden Fall eine Retro-Karre, ist so aus den 80ern oder 90ern. Also ist jetzt nicht das super krasse futuristische Fahrzeug, aber wenn man Fan davon ist, ist man natürlich auch glücklich damit. Das nächste Fahrzeug auf der Liste ist dann der Gauntlet Classic Custom. Das ist der erste Wagen auf dem Podium übrigens, den man bei Benny's tunen kann. Vielleicht kennt ihr ja Benny's noch, das ist ein eigener Tuning-Shop, wo man einfach mega viel aus den Autos rausholen kann. Ja, und der Gauntlet Classic Custom, der steht jetzt, wie gesagt, auf der Liste. Aber hier ist natürlich die Frage, bekommen wir ihn, wenn er auf dem Podium steht, in der Benny's Version oder bekommen wir die normale Version? Und das steht natürlich noch aus, denn das Problem ist, wenn wir die normale Version bekommen, muss man noch circa eine halbe Million investieren, damit man den Wagen bei Benny's tunen kann. Denn ihr wisst es ja, wenn du zu Benny's fährst mit einem neuen Auto, was man da tunen kann, muss man erstmal so eine erste Aufrüstung machen und die kostet halt so zwischen 200.000 bis 500.000 Dollar und da stellt sich halt wie gesagt die Frage, ob Rockstar Games uns diese Benny's Version schon von Grund an zur Verfügung stellt. Ich hoffe natürlich, dass Rockstar Games da spendabel genug ist, aber wissen tun wir es leider nicht. Jetzt kommen wir mal zum dritten Fahrzeug, das ist nämlich der Frankenstange und dieser Wagen wird übrigens definitiv am 29. Oktober erscheinen, da in dieser Woche Halloween ist und das halt ein Halloween-Fahrzeug ist. Kaufen kann man sich dieses Fahrzeug übrigens auch nur an Halloween, das bedeutet, du kannst jetzt gerade das Fahrzeug überhaupt nicht besitzen. Also gut, wenn du es dir letztes Halloween gekauft hast und du es noch in der Garage hast, dann hast du es natürlich. Falls nicht, wirst du es dir aber nicht kaufen können, sondern erst an Halloween. Zum Wagen an sich muss man sagen, wirklich sinnvoll ist er leider nicht. Er sieht halt lustig aus und ist zugegebenermaßen wirklich sehr individuell, aber das war es auch eigentlich schon. Wenn man ihn gewinnt, dann fährt man damit ungefähr 3 Tage rum und danach steht er nur noch in der Ecke. Zumindest war das Ganze bei mir so, als ich ihn mir damals mal an Halloween geholt habe. Allerdings hat der Wagen ein paar sehr coole Details, mehr dazu aber, wenn der Wagen dann bald erscheint. Ja, das vierte Fahrzeug ist der XA21 und das ist ein Supersportwagen für 2,75 Millionen Dollar und das ist ein Wagen, der sich mal wieder zur Abwechslung richtig lohnt. Er ist mega schnell, hat eine durchaus gute Beschleunigung und lässt sich einfach gut sehen auf den Straßen von Los Santos. Also wenn ihr noch nicht viele Supersportwagen habt, dann ist dieser Wagen erst recht eine Bereicherung für euch, denn er ist auch wirklich gut für Rennen geeignet, besonders halt für Anfänger, die noch nicht so viele Supersportwagen haben. Der fünfte neue Wagen, der bald noch auf dem Podium erscheinen wird, ist der Tigon und der ist auch noch gar nicht lang im Spiel, denn der kam erst mit dem Sommer-DLC 2020 nach GTA Online. Normalerweise kostet dieser Wagen 2,31 Millionen Dollar, aber weil er ja auf dem Podium stehen wird, ist er natürlich kostenlos. Und beim Tigon, da bin ich ganz ehrlich mit euch, Freunde, ich habe ihn bis heute noch kein einziges Mal gefahren. Irgendwie, weiß ich nicht, der Wagen hat mich einfach nicht so krass angesprochen. Ich habe halt schon viele Supersportwagen und dann ist er irgendwie in Vergessenheit geraten. Wenn der Wagen also am Podium erscheinen wird, wird das meine erste Fahrt mit dem Tigon werden und da bin ich schon wirklich gespannt drauf. Aber wie sieht das denn da bei dir aus? Hast du schon Erfahrung mit dem Tigon sammeln können und wie gefällt er dir? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare und schreib doch auch gerne dazu, ob wir uns auf den Wagen freuen können oder ob der Wagen auch vielleicht mega beschissenes Handling hat und der Wagen dann vielleicht gar nicht mal so die krasse Bereicherung ist. Ja, und jetzt kommen wir mal zum sechsten und letzten Wagen. Das ist nämlich einer meiner absoluten Favoriten aus GTA. Das ist nämlich der VSCR. Aber auch dieser Wagen steht schon seit einer sehr langen Zeit auf der Podiumsliste. Genauer gesagt seit über 10 Monaten. Den haben wir nämlich damals im Dezember mit dem Casino Heist DLC bekommen. Prompt danach war der auch schon auf der Podiumsliste. Bis heute ist er da und wann er erscheint, das
wissen wir natürlich leider nicht. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass wir ihn trotzdem noch bald irgendwann bekommen, aber wissen tun wir es, wie gesagt, leider nicht. Falls wir ihn aber bekommen, können wir uns auf einen richtig schicken Sportwagen freuen, der insgesamt 4 Leute transportieren kann. Und was ich an dem Wagen einfach so super toll finde, ist einfach sein Aussehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde den Wagen wirklich mega schön. Und außerdem kannst du noch beim Tuning eine ganze Menge da rausholen. Es gibt noch ein paar coole Designs, aber wie sieht das denn da bei dir aus? Auf welches Fahrzeug von diesen 6 Fahrzeugen freust du dich denn am meisten? Oder findest du irgendwie alle Fahrzeuge kacke? Oder auf welches Fahrzeug würdest du dich mal in Zukunft freuen? Würdest du vielleicht mal, keine Ahnung, ein Fahrzeug von Warstock Cash & Carry gerne haben? Oder würdest du mal einen Helikopter gerne bekommen? Das Problem ist, ein Helikopter passt wahrscheinlich nicht aufs Podium, aber schreib mir doch einfach mal deine Wünsche und Anregungen in die Kommentare, wie das bei dir so mit dem Casino und dem Glücksrad aussieht. Gut, jetzt würde ich aber sagen, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Abonniere auch gerne den Kanal für die regelmäßigen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.